Oh, das könnte jetzt schwierig werden. Ah, während der Fahrt. Hey, das ist cool. Das ist cool. Sie dürfen nicht an uns vorbei. Ah. Da muss ich ja wohl den Fahrer erwischen. Nein! Schon verfuckt. Okay. Muss ich vielleicht mehr draufhalten. Aber genauer zielen ist er ja nicht. Kann ich ihnen die Reifen zerschießen? Ja. Windy, du sollst dich nicht schlafen legen. Ah. Je mehr man drauf schießt, umso langsamer werden die, okay? Aber, ah, ich habe nur noch 18 Gesundheit. Muss ich vielleicht noch mal zum vorigen Kontrollpunkt zurück? Da muss ich ja dann timen. Ey, kommt schon, holt euch eure blauen Bohnen. Nein! Ihr bleibt hinten, ihr Schweine. Jawohl! Aber da kommt bestimmt gleich der nächste Wagen. Und dann vielleicht noch einer. Wer weiß. Ja, da kommt einer. Ihr kommt nicht an Winnie vorbei. Hört auf damit. Ihr Schweinehunde. Warum sind die jetzt stehen geblieben? Ich verballer mal weiter, damit ich ein volles Magazin habe. Aber es ist nur noch eines. Es könnte schwierig werden. Guck mal, ein Schussloch, ein Schussloch in der Luft. Ein Luftloch sozusagen. Ein geschossenes Luftloch. War ja sowas von klar, dass da noch einer kommen muss. So, jetzt haben wir es hoffentlich geschafft, weil die Thompson ist leer und ich habe keine andere mehr. Ja! Oh yeah, Baby. Baby! Lass uns machen Sexy Time mit der Thompson. Ratatatatat. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Gut. Wer ist der Doc? Jetzt lernen wir den vielleicht mal kennen. Sam. Wir sind beim Arzt. Nicht sterben, Sam. Wir brauchen dich noch. Gott, sind Sie das, Pauli? Ja. Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Und achten Sie auf den Teppich. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Tja. Sollte der... Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Hat der uns nicht auch schon mal zusammengeflickt dann, theoretisch? Wir hatten ja auch schon mal was abgekriegt. So, und jetzt? Sag dem Don Bescheid. Und Winnie wird wie ein Racheengel über sie kommen. Ah, endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg. Das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung. Also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Ab in die Haie. Ein Ausflug aufs Land geht noch weiter. Okay. Schau auf dem Weg bei Lukas Bertone vorbei. Ja, da hat er gesagt, wir sollen ab und zu mal vorbeigucken, dann bringt er uns was bei. Dann mache ich das also auch. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gejagt. Und ich hoffe, Lukas geht's gut. Ist ja ein ordentlicher Typ. Vielleicht kriegen wir ja jetzt raus, wie man neuen Wagen knacken können.
Hallo Straßenbahn, ich bin schneller. Oh, ja, da fiel mir gerade wieder was ein. Nicht, dass gleich die Polizisten wieder am Arsch hängen. Ja, und die Polizisten haben mit den Morellos gemeinsame Sache gemacht. Das ist nicht so schön. Oh, was mache ich denn hier wieder? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ach, egal, das passt. Das liegt auf dem Weg zum Lukas. Hören Sie auch das nächste Mal wieder Sunshine Live. Ja, ich höre damit auf. Siehst du nicht, dass ich hier komme? Aber wirklich majestätisch ausgewichen von Winnie? Och, quäl dich den Berg hoch. So. Dann sind wir ja gleich bei Luki Luke Luke. Mit der Hupe geht echt alles. Da noch nicht, aber da hinten. Immer die roten Wagen hier. So, mal gucken, ob die wieder panisch ausweichen. Ey! Naja. Fast zielgenau ins Schild rein. Soll ich zu ihm reinfahren? Ich weiß nicht. Ach, egal. Ist ein kürzerer Weg, ne? Oh, es gewittert. Es war eine dieser Nächte. Es regnete Hunde und Katzen. Luki! Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Oh. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, ja. Lukas. Oh, da haben wir wieder ein Zeitfenster. Rückwärtsgang geht diesmal hoffentlich. Ja. So. Hoffentlich gerate ich da nicht in eine Ballerei jetzt mit meinen 18 Gesundheit. Das ist nicht viel. Okay, Hoboken ist ja nicht weit weg. The Queen of the Bongo. The Bongo, Bongo, Bongo. Okay, wir sind schon so gut wie da. Oh, da ich mich beeilen soll, mache ich mal den Tempomaten weg. Hätte ich vielleicht gleich tun sollen. So, dann nehme ich erst die dritte Einfahrt bei Hoboken. Weil dann kann ich besser gleich wenden, dann muss ich nicht um zwei Ecken fahren. Hoffentlich kommen jetzt keine Polizisten. Deutsche Polizisten, Gärtner und Floristen. Oh, da ist ein Polizist. So, der hat nichts gesehen. Super, das reicht doch. Oh, aber die letzte Minute ist angebrochen. Ich dachte, wir hätten noch mehr Zeit. Ah, da vorne ist es ja. Wie weit vor muss ich fahren? Hier, oder? Jetzt bleib schon stehen. So. Was ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ja. Lukas Batone schickt mich. Du musst abhauen. Die Bullen sind hierher unterwegs. Verdammt. Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Viel Glück. Okay. Vielleicht werden wir auch irgendwann erfahren, wer dieser mysteriöse Gentleman war. So.
zurück zu Lukas und dann können wir wahrscheinlich zurück zu Salieris. Noch so ein Boys Grill. Jetzt halten wir uns auch wieder ans Tempolimit und vielleicht auch an die Ampeln. Ah, ihr Honks! So. Immer geradeaus. Gonna be my baby, it's no matter if you're black or white. Okay, ich höre auf damit. Am Ende muss ich da dann noch Tantiemen abdrücken. Aber mal ehrlich, das war so schlecht gesungen und unterlegt nur mit einer Hupe. Da kann mir keiner erzählen, dass das jetzt was ist, was man auf ein Album pressen würde. Die schlechtesten Duschgesänge, Teil 10. So, Lukas, wir haben deinen Freund gewarnt. Lass die Hosen wackeln und gib uns zum Dank ein neues Auto. Ja, manchmal erzähle ich da auch wirklich einen totalen grammatikalischen Abfall beim Kommentieren. Wenn man sich halt noch ein bisschen mehr auf das Spiel konzentriert, dann passiert das ziemlich leicht. Luki! Luki, look, look! Wir waren erfolgreich. Und, was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Ja, neuer Wagen? Der rote hier? Oder nehmen wir diesen Ohrenschmalz-Metallic-farbenen? Oder fast schon Popelgrünen, keine Ahnung. Süßer Senf. Finde ich auch eklig. Der ist brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Ja. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Aha. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Naja, Hauptsache er schnurrt wie ein Miezekätzchen. Die Farbe. Kannst du ihn nicht umlackieren? Und diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. Ja, dieser Draht. Ich spare mir jetzt die Anspielungen. Ein Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus. Verstehst du? Sehr gut. Ulver. Ulver kommt von Ulf und ist im Norwegischen und im Schwedischen ist ein Ulf ein Wolf. Also ist ein Ulver ein Wolfner. Achso, der hat uns nur gezeigt, wie das geht, aber er gibt ihn uns nicht mit. Schade, schade. Aber gut, immerhin so eine Trockenübung gehabt zu haben. So, jetzt zurück zu Salieris. Rum. Da mache ich genau hier hinten rum. Wie so oft. Ich glaube, die hatten damals eigentlich noch keine Techno-Club-Musik, aber egal. Vinny ist Zeitreisender und bringt futuristische Runddrehscheiben mit. Auf die nur 60 bzw. 74 bzw. 80 Minuten Musik passen. Ah, es gab auch 90 Minuten CDRs, aber eher selten. Lalalalala. Machen Sie Platz? So nehmen Sie alleine Ihr erstes elektronisches Album auf.
Ich glaube, ich nehme wieder den Tunnel. Der Tunnel ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. So. Also wenn da jetzt irgendwie YouTube irgendwie Inhalte von Rechteinhabern oder von Dritten entdeckt, naja, dann würde es mich jetzt aber wundern, weil es ist ja alles andere als professionell und gut klingend. Auf der anderen Seite, who cares, das Spiel ist eh unkommerziell ohne Werbeeinblendung eingestellt. Von daher. New, der Carver. Ich wünschte, das Auto könnte fliegen, dann könnten wir Luftlinie fahren. Das ging viel schneller. Hupt er mich von nebenan. Bad Guy Pale Try. Würde ich gerne mal probieren, den Wein. Oder ist es am Ende Sekt? Pale 3. Der fahle Trockene. Oder der blasse Trockene. Ah, der McLack Shellac. So, Mr. Salieri. Oh, ein Pozzellist. Der kann mir gerade mal gestohlen bleiben. Hey, Sally. Mr. Salieri. Ich glaube, er wäre sauer, wenn man ihn Sally nennen würde. Ich habe Neuigkeiten. Okay, gut. Neues Auto zur Werkstatt hinzugefügt. Omerta. Oh. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. Ja. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Aber ich habe alle erschossen. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Waffen, Leute und los. Der Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Eieiei. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast. Winnie! Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Kacke. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ja. Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Peng, peng. Finde zuerst diese Männer. Peng, peng. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Peng, peng. Das sind gute Spitzel. Und dann peng, peng. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Und dann? Einer von denen weiß sicher was. Peng, peng. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Ja. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisce? Capisce. Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Und eine Waffe holen. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Vincenzo hat eine Knarre. Viel Glück, Vinny. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Wusste ich doch. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Ja, ich meine, wir dürfen ja eh nicht sterben. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Bald ist er wie ein toter Bruder.
Ja, das hat aber bestimmt noch irgendwelche Hintergründe. Gut, aber das machen wir das nächste Mal. Das hier war jetzt nur eine kurze Aufnahmesession. Ist ja Sonntag, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn wir uns Frank holen. Bis dann!